letztes Auswärtsspiel der A-Jugend Bayernliga-Mädchen aus Ebersberg. Dazu reiste Forst United am vergangenen Samstag gut 3 Stunden mit dem Bus zur Spielgemeinschaft Auerbach-Pegnitz. Die fränkischen Spielerinnen stehen in der Tabelle nur knapp hinter Ebersberg und gelten als spielstarker Verfolger. Das Hinspiel konnte aufgrund Spielermangels der Auerbacher nicht ausgetragen werden. So trafen die beiden Teams zum ersten Mal aufeinander. Wir haben natürlich extra für das Spiel darauf eingestellt, speziell gegen den großen Rückraum von Auerbach, also auf der linken Seite vor allem. Die wollten wir nicht ins Laufen kommen lassen, dass sie früh attackiert wird durch eine offensive Abwehr und insgesamt auch im Angriff die Bewegung und den starken Torwart richtig eingeschätzt, wie es sich im Spiel gezeigt hat. Ja. Das waren eigentlich die grundlegenden Sachen. Sonst haben wir uns aber auch überraschen lassen, weil wir die Mannschaft ja wirklich noch nicht kannten. Einige Spielerinnen der fränkischen SG haben immer wieder Einsatzzeiten beim Drittliga-Damenteam in Bayreuth. Die Ebersberger Trainer Felix Mäsel und Stefan Schablowski bereiteten ihr Team gut auf die heimstarken Gegnerinnen vor. Mit einer aggressiven und extrem offensiven Deckung sollte in den Anfangsminuten das Aufbauspiel der Auerbacher Mädels gestört werden und vor allem die Spielerin im linken Rückraum wollte man unter Kontrolle haben. Diese Methode klappte allerdings nur wenige Minuten, da die Abstimmung bei Durchbrüchen über die Mitte nicht ausreichend war und die SG zu leicht zum Torerfolg kam. Ja, also die Aufgaben, die zuvor Ihnen gesagt wurden, wurden in der ersten Halbzeit oder sag ich mal in den ersten 15 Minuten so gar nicht umgesetzt. Da haben wir wirklich Probleme gehabt, das Spiel zu finden. Haben es mit einer offensiven Abwehr versucht. Sie hat die ersten paar Minuten noch geklappt, weil sich auch der Gegner darauf einstellen musste. Aber insgesamt hat uns der Zugriff gefehlt, die Abstimmung. Wir waren immer wieder einen Schritt zu spät. Und ja, das war auch das Resultat, warum wir dann umgestellt haben, eine defensivere Variante. Im Angriff war es eigentlich so, dass wir Probleme hatten gegen die extrem gut abgestimmte Abwehrformation der Gäste, die wirklich jeden Übergang konsequent zugemacht haben. Und ja, es sind uns auch nur 8 Tore dann gelungen im ersten Durchgang. Chancen waren sicherlich mehr da, die wir verwandeln müssen. Aber ja, das Abwehrspiel hat die erste Halbzeit geprägt, 10:8 der Halbzeitstand. Die 10-minütige Pause wurde bis zur letzten Sekunde genutzt, um den United-Mädels taktische Anweisungen einzuimpfen. Trainer Felix Mäsel forderte mehr Geschlossenheit in der Abwehr und mehr geistige Frische im Angriff. Also die zweite Halbzeit war wirklich eine absolute Teamleistung, es ist ein richtiger Ruck durch die Mannschaft gegangen. Die Johanna Stocker finden Mitte, die wirklich einen exzellenten Job gemacht hat. Ihre Kolleginnen gut dirigiert hat und ja, jederzeit das Spiel im Blick gehabt hat. Auerbach hat sich immer mehr die Zähne ausgebissen und Bälle wurden abgefangen, die dann eben über Anna Dübilas, die wirklich wieder sehr stark und mit viel Tempo agiert hat, verwertet wurden. War es in der Abwehr Johanna Stocker, die gekonnt Regie führte, so konnte sich auch im Angriff manche Spielerin aus einer tollen Mannschaftsleistung hervorheben. Und dann haben wir umgestellt noch mit der Bettina Brandmeier, die wir auf die Mitte gebracht haben, die vor allem 1-gegen-1, denke ich mal, die Gegner schwindlig gespielt hat, gerade in der Schlussphase einen Lauf hatte, mehr Tore erzielt hat und damit auch das Spiel, wie man so sagt, ihren Stempel aufgedrückt hat. Am Ende gewinnt Forst United bei einem sehr starken Gegner mit 24:21 Toren. Während der Heimreise bedankte sich das Trainerteam bei allen Spielerinnen für deren tolle Leistungen auf dem Spielfeld. Sie haben damit einen entscheidenden Schritt zur Sicherung des 3. Tabellenplatzes in Bayerns Oberhaus gemacht. 2 Spiele stehen nun noch in der verbleibenden Bayernliga-Saison an. Am 4. März empfängt man den HC Erlangen und am 12. März beschließt man eine bereits jetzt schon überaus erfolgreiche Saison gegen den momentanen Tabellenführer MTV Stadeln.